kommt der Thomas Wagner. Oranje, lässt grüßen, macht Schrampi und schneidest und alles. Ja, bei dieser Gelegenheit einen Riesendank an Matthias Knauer mit seinem tollen Team. Wir haben am Anfang schon gehabt, das sind Holländer da, also nur Oranje halt hin da. Und das ist das tolle Team vom Bikesport-Jetbau. Da waren wir den Thomas. Ah, da oben ist er. Das ist mir schön. Platz Nummer 4, sagt Daniel, der hat gerade einen Merkholz aus. Wir haben Top-Karl vom RK-Bikesport-Jetbau, der Teamchef, der Inhaber vom Knaubert Radsport. Matthias Knaubert! Hallo! Auf Platz Nummer 2 von EKB Lohland, Hannes Glöckler! Und wieder eine super Vorstellung, tolles Rennen, für halb 5 zum Sieg mit einer Zeit von 26, 20, 30. Ellinger Hubert! Ja. Eldorado Becki! So, für diese Herren noch einen kräftigen Applaus. Bravo. Geht dann weiter mit nur 17 weiblich, eine Teilnehmerin. Nur 17 weiblich, eine Teilnehmerin. Das ist die Siegerin von der Verbeigsprozess mit einer Siegerzeit von 28,16,20. Sophia Knabber. Da wieder tolle Geschenke von Tiroler Steinöl, Haarshampoo und Hauttonik, Einreibungen, alles von dem Brüder Steinöl, Brüder Albrecht. So, die Siegerin, die da sitzen mal, die heißt Sophia Knabber. Damit kommen wir zu 17 männlich. Ich bin gespannt, als hören wir auf die Chefrau Natter NL, hat den Auto von Niederlande. So, U17 männlich, Platz Nummer 2. Platz Nummer 2 in U17 männlich, von der Bikesport-Chefrau. Hab lang umgeschaut, hab den Quer Puls aus der Wein, also vom Bikesport-Chefrau. Jetzt der Simeon Schering. Er ist nicht mehr da, er ist schon weg. Alles weg. Damit mehr raus den Sieger, mit einer Siegerzeit von 25,53,00 40. Simon Luser. Simon, das muss man mal erfolgen, wenn er jetzt so etwas hat. Die Notzeit kommen sie durch den Haum und verdient. Ah, das haben wir Frosch mit da hinten noch. Da ist jetzt der Rach ausgegangen, glaube ich. Ja. Aber ich sollte das jetzt um. Ja. Jetzt ist alles klar, Goldbeeren. Jawohl, Simon Luser, großartiger. Sie in seiner Klasse. Juniorinnen, Platz Nummer 2 von Radsport von Andrea Kolsas, Laura Brunner. Und die Siegerin zu euch auf Tagesbestzeit 27.17, das ist die Tagesbestzeit bei den Damen, Marie-Therese Knauer. Ganz kalt. Ja.
Wir haben gleich für unsere Dame aus der Leih auch noch was, gell? Ich habe jetzt da ganz hinten gesehen. So, danke, meine Damen und Herren, weiter geht's in Junioren. Platz Nummer 3 vom RC Reutte, Kunze Raphael. Raphael Kunze. Und bei Kurtschew, Platz Nummer 2, Marco Steiner. Und Sieger und Tagesschnellster mit der Tagesbestzeit von 25,10,10. Er kommt vom SC Mirnok Villach, Nationalteamfahrer der Buchbauer Julian. Sportklasse Damen da. Weibliche Damen hätten wir jetzt heute was sehen. Das war wieder was gewesen. 40 Sekunden schneller. Ganz oben auf der Liste, die jetzt heute gesehen. So, danke meine Herren. Weiter geht Sportklasse Damen. Die Siegerin kommt von RVU. Fertig Sportklasse, so heißt es RVU kann. Aus Wallei kommt sie, die Silvia Denise. Ich kann so richtig gelacht, aber. Macht ja auch einen Spaß! Alles Glück, ja. Alles sind wirklich tolle Freunde, ja. So, dann sind auch wieder die Tage schnellsten jetzt. Bitten wir raus, Norbert von Idares und den Buchbauer Julian. Beim Rennen habe ich, wenn ich wohl vorne komme, habe ich die mir gar nicht so gemerkt. Das ist ein anderer Rennen mehr. Da herrscht Lolo mehr, oder? Nein, ich habe Lolo überhaupt nichts gehört. Das ist ein anderer Rennen viel mehr. Das hat mir jetzt nicht dauernd gehört. Wo ich dem Rennen überhaupt nicht. Also zu wenig Schnauze. Ich vielleicht so, wir warten auf den Applaus, meine Damen und Herren. Tolle! Physiotherm, Wärmekissen, von Physiotherm, gibt es auch dann tolle Fotos noch. Lava, Wärmekissen hast du, genau, von der Bewohner Basis-Halung. So, danke, herzliche Gratulation nochmal. Von meiner Seite wünsche ich euch schönes Wochenende, gute Nachhausefahrt, fleißig feiern. Die U13 ist er. Die U15. So, dann braucht man noch drei Schlüssel, ne? Wir haben sie jetzt ein bisschen geschockt. Wir haben schon gedacht, dass die ganzen Schiedsrichter sehen haben. Ich hab jetzt schon gegessen. Das war jetzt ein Schock für die Kinder. 13:15 Uhr. Also die Ergebnislisten sind dann auch online gestellt auf backcarrier.at. Ja, das ist auch online gestellt, aber jetzt braucht man noch eine. Analog. Für die Siegerung der Klassen U13 und U15. Thank you.
So, dann sagen wir, sind wir bereit, Leute. Sind wir klar? Ich schaue da mal rein. Beginne U13 weiblich. Die Platz Nummer 4, die Emily Elina. Auf Platz Nummer 3 von Kota. Beatrice und Eichelböckchen-Abrun. Mara Küchel von den Oranjes auf Platz Nummer 2. Deichsport-Chefbau. Und 18:48:30 ist die Zeit. Die Siegerin, sie kommt vom Racing in Heimann, die Burcha Emily. Herzliche Gratulation. Die tollen Produkte von den Bildern Albrecht. Was haben wir denn hier? Weiß der Haarshampoo oder der Haut da nicht? Vital-Shampoo. Wow. Wieder was Neues. Wahnsinn. So, dann Applaus und dann kommen wir zu den Burschen. Die Platz Nummer 12, das ist Kotterba Justin aus Deutschland. Kommt der bei Justin, Deutschland. Aber wenn er da ist, dann Platz Nummer 11. Bauer Valentin, Deichsport-Chefbau. Zuerst wird Bauer Valentin. Zehnter Feuersinger Andreas, Leipzig-Checker. Neunter Platz, Egan Ritzer, Leon Hartuhr, Seebs. Die Ratsacht ist Fleck Richard, der Ratten machen Sie. Siebter Platz, Sitze Jakob, UAC. Ich fäll's unter hier, wenn ihr. Sechster Platz, Bernd Seidelfinik, selber wieder bei Krieg. Fünfter Platz, er kommt dann mit dem Kapitän, Eva Florian. Unser Pechvogel, der ist kurz, der ist trotzdem noch so abgehört hat. Eva Florian, Platz Nummer 5. Immer los. Aber der Kunde ist nicht mehr, der hätte das verdient, also der ist gerade Pechvogel. Vierter wird Albertini Marissio. Da sind wir schon am Stockhall angelangt vom Bikesport-Chefbau. Platz Nummer 3, André Bauer. Radsportverein Merkholz als Platz Nummer 2, David Ortner. Und der Sieger kommt vom Inside von Rockback, dem 15:35:90 die Siegerzeit. Benjamin Huber! Mama, wir schaffen ein feines Bild. Benjamin ist nicht hier. Mr. Wurde von Sebastian. Aber ja, Kölz hast auch stark vertreten, gut, ja, das ausschaut. So, wir kommen zu 15 weiblich. Leider, meine Damen und Herren, wir sind großartig gesehen mit 27:02:90 Siegerzeit, die Charlotte Schenk.
So, wir kommen zum Burschen, nur 15 Minuten. Platz Nummer, Fanklote Max, Ratim Agensee. Fanklote Max vom Ratim Agensee. Alle heute hier. Dann haben wir die Platz Nummer 7, Finde Schild. Ein paar Stunden von München. Der ist auch schon, den haben wir schon gesehen. Den haben wir gesehen, ja. Platz Nummer 6, Johannes Geisreiter, Benedikt Florian Bickel, Abteilung Montenberg, Kogi. Johannes Geisreiter. Ja, der muss auf der Rückstadt kommen und er hat leider nach Hause. Weiter geht's. Platz Nummer 5, Kunert Moritz. Wo sind die Namen? Vierter wird Schweigl Josef vom RSC Reitverklub Mirmin. Wir haben heuer ein tolles Matchwerk für den Georg Krug. So, da wird sich heute beim Stuttgart. Bike Infection Saturn. Ja. Infektiös ist das. Eder Moritz auf Platz Nummer 3. Und spannend, der hätte nicht ausgehen können. Sie haben sich lange gemischt. Schlussendlich hat also doch noch einen Hauch Dicke vorne gehabt. Platz Nummer 2 somit vom Radkurs von Rheinberg Holzer. Michael Ortner. Und der mehrfache Tiroler Meister, man hat gehört, auf der Straße, im Straßenrennen, Einzelzeitfahren am Berg und beim Eliminator auf dem Mountainbike hat alles die österreichische Meisterschaft. Nur einiges zu erwähnen, der Lorenz Lubitschek, Anbindung jeder Leiterin. Ja, die beiden Toren, die bekommen einen Sonderapplaus für das tolle Finish, die sie gefightet haben. Auch Tüllen, da haben wir keine Fingerfassen eingebracht. Auf das tolle Finish, nur die Zeklonen, Zoltan, Niki, Eder, Moritz am Podium. Gratulation auf den Platzierten. So, jetzt schauen wir mal vor, ich glaube, jetzt haben wir alles, oder? Nicht, dass wir noch was vergessen haben. Ja, da hat man mich natürlich ein Unbekannter, hat mich als ein Trainer erklärt natürlich, ja. Das sind tolle Burschen. Ja, somit aber jetzt haben wir endgültig die letzte Siegerin durchgeführt. Herzliche Gratulation. Der Wichtigste kommt zum Schluss.
Mit der Medaille gar nicht. So, so, stellt um. Bam! Mama, kennst du? Mama! 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 Mama!